Ein Scheißwetter. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Und nicht GTA 5, wie ich beim Computerreden nach der letzten Folge gestern gesagt habe. Wir sind in Liberty City zu Gast bei der, in der Welt von GTA 3 mit unserem Charakter namens Claude. So ist der Junge her. Erfahren kann man das in GTA San Andreas. Aber ich habe es tatsächlich mal nachgegoogelt, weil ich nicht wusste, wie die Story so ein Storyline ist. Und ich kenne diesen Teil tatsächlich nicht. Steinigt mich. Ich kenne nicht alle GTA-Teile. GTA 3 habe ich so gut wie nie gespielt. Ich glaube, bis hier irgendwo habe ich mal gespielt. Und so. Das war es dann aber auch schon. Naja, wir gehen mal rein. In die nächste Mission mit Curlys Geheimkontakte. Was ist damit vor auf sich hat? The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Okay. Na dann fahren wir mal los. Wir brauchen vor allem mein Auto. Parke vor Luigi's Club. Vor allem brauche ich jetzt mein Auto. Da steht doch einer. Wunderbar. Da stehen sogar zwei. Ein Mafia sieht hier genau. Ja, das erinnert mich gerade auch so ein bisschen, wie gesagt, wieder an die Welt um Mafia 3. Da sind wir ja aber bald durch. Hoffentlich. Hier dürfte das nicht mehr sein. So, wir parken mit unserem Auto. Ja, tut mir leid. So. Wir fahren mal hier durch. Exportgarage Portland Harbor. Wir haben Bestellungen für verschiedene Fahrzeuge. Okay. Scheiße. Ich muss das nochmal versuchen. Probier's aber nochmal. Leave us alone for a minute. So, nochmal brauchen wir es ja nicht. So, dann gehen wir jetzt wieder runter. Moment, ich muss mal gucken. Hä? Ist blöd. Hier. So, dann fahren wir wieder zum Club. Da waren wir ein bisschen zu weit. Ich mag die Karre übrigens sehr gerne. Nur das Schadensmodell hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen können, aber. Oh, das Bremsverhalten, naja. Hey, Moran!
Parke hier, Kollege. Der hängt an einem anderen Auto dran. Wenn mir der jetzt sieht auf der Karte. So, ich muss jetzt einen Moment warten, bis der hier da irgendwie mal. I'm sorry, little friend. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, amigo. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? So, nu? Ich hab dir Curly Bob vor. Ja, da. Tja, Pech gehabt, Kollege. 15.000 verdient. So. Der ist mal kurz hops gegangen. Der hat auch nicht viel zu melden. Oh, wir haben eine weitere Nachricht bekommen. Ich habe einen dringenden Job für dich, Toni. Aber wir müssen wieder mal ein bisschen. Ja, ist klar. Du rammst mich weg und ich brenne. Ja, wunderbar. Nicht Überraschung. Also, fahren wir zu Toni. Das war mir irgendwie fast klar. Guck, was der Job so dringend, was der Toni so dringend hat. Gut, dass die Sterne los sind. Triaden und andere kleine Fische. Tony ain't here, but he left one of his sugary love letters for you. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Ich hatte das Gefühl, dass die Chinesen jetzt aussortieren. Ah, wunderbar. Ah, können wir das hin? Doch, die. Wunderbar. Meine Güte, ja, das ist schlimmer wie bei manch anderen, ey.
Tot. Ich hoffe, das können wir noch hinhören hier nach heute alles in der Folge. Würde noch einen holen oder was? Ja, super. Jetzt müssen wir natürlich einen Packwaggon von den scheiß Triaden noch holen. Erzählung wieder spontan entfinden. Ich habe hier Glück. Ach, ich bin ja überrascht, wenn das was ich habe. Ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal wieder. What are you doing? Giving birth? Ja. Und das nächste. Das nächste GTA-Phänomen ist. Such ein Auto, finde es nicht. Komm her. Dann halt nicht. Dann nur mal so. Also weil es keine Absicht hätten, ob sie schießen. Und ich kann mich, weil ich diese Steuerung wie ankacke, diese Drehsteuerung, dass ich da nicht drauf zielen kann. Nee, nee, das geht nicht, tut mir leid, das ist nicht möglich. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Jetzt darf ich die Scheiße wieder komplett nochmal neu machen oder was? Jetzt darf ich die ganzen Kack schon wieder machen. I think I'll be paid.
Ich hatte nicht was Ammunition, weil die direkt wieder auf mich draufschlagen, die Vollidioten. I don't need us any ID. You look trustworthy. Here's the dollar. I got all your own defense needs. Müssen wir warten, bis sie wieder da ist, die Waffe? Ich laufe eigentlich ungern in fremden Ganggebieten mit ohne Waffe alleine rum. Komm her jetzt hier. Jetzt kann ich dann müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge probieren mit dem, den Cops. Ja, mit dem Chinesen. Ich das hasse, wenn die einfach irgendwie plötzlich auftauchen. Das gucken wir auf die Uhr, ja, probieren wir in der nächsten Folge. Bis dann, oder wiedersehen bei Let's Play GTA 3.